So, willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta. Ich bin in World of Warships. Da die beiden Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, von dem Schlachtschiff, also dem Dreadnought, ein richtiges Schlachtschiff ist ja noch nicht, und den Zerstörer eher semi-cool waren, das lag aber wahrscheinlich auch ein bisschen an der Uhrzeit, da waren halt einfach keine Leute da. Beziehungsweise beim Schlachtschiff schon, da habe ich halt einfach die Hucke voll gekriegt, aber das Schlachtschiff ist auch richtig kacke. Habe ich jetzt mal die Kuma genommen, habe ich das richtig sehe. Super, geil, schon wieder, das gibt's nicht. Ich muss, das ist ja wie ein World of Warplanes, wenn man außerhalb von, keine Ahnung, 17 bis 19 Uhr spielt, dann kriegt man langsam Schwierigkeiten. Naja, sei es drum. Was haben wir da für ein Team? Ja, das geht aber eigentlich halbwegs ausgeglichen. So, also es ist die Kuma, das ist ein Kreuzer, vierte Stufe, ja, Tier 4. Ich finde die Kreuzer ziemlich geil in dem Spiel. Sie sind nicht so ein bisschen, also sie vereinen ja Schlachtschiffe und Zerstörer im Prinzip, weil sie haben Torpedos, sie haben Geschütze, die eine relativ gute Reichweite haben, wenn man das mal so sieht. Also der kommt schon relativ weit. Die laden sehr schnell nach, weil das Kaliber relativ klein ist, aber dafür ist es zielgenauer. Sie können sich nicht einnebeln wie die Zerstörer. Aber sie sind trotzdem sehr schnell. Ja, mit 33 Knoten ist er fast so schnell wie ein Zerstörer. Klar treffe ich den nicht, aber ich gebe noch ein bisschen Dampf da vorne drauf. Wie ihr seht, schon wieder nachgeladen. Ja, ich habe jetzt halt keinen Vorhaltewinkel, das kann ich hier gar nicht treffen, aber... kommt in die Reichweite. Also es ist schon geil, dass die Kreuzer halt so eine riesen Reichweite haben. Ich muss vor allem den Wind viel krasser berechnen. Ein bisschen lecken. Wow, der Ping ist auch. Auch mit seinen Torpedos. Sehr schön. Also Kreuzer finde ich sehr geil in dem Spiel, sind sehr schnell, schießen unheimlich schnell, haben eine ganz gute Kampfkraft durch Kanonen und durch die Torpedos. Das ist schon ziemlich cool. Torpedos finde ich natürlich immer noch extrem stark in dem Spiel. Naja, wie gesagt, also dann zeige ich euch jetzt noch den Träger, dann habe ich euch alle vier Schiffsklassen gezeigt. Kreuzer, Zerstörer, Schlachtschiff und Träger. Dann bis gleich beim Träger.